Moin, moin, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Sylt TV. Dank der Bäderregelung ist es nun auf Sylt wieder möglich, an Sonn- und Feiertagen zu shoppen. Wir haben für Sie die schönsten Weihnachtsveranstaltungen zusammengetragen. Der hölzerne Dachstuhl der Kaltumer St. Severin-Kirche muss erneuert werden. Auf der Wenningstädter Promenade hat in der vergangenen Woche eine Eisbahn eröffnet. Und mit den schönen Weihnachtsmärkten in Hörnum, rund um das Tinnumer Gemeindehaus und dem Kampener Winterzauber, befinden wir uns auf der weihnachtlichen Zielgeraden. Das Team von Sylt TV und ich wünschen Ihnen ganz herrliche Weihnachtstage, so wie Sie es sich wünschen, mit der Familie oder Freunden, bei einer Xmas-Party, im Urlaub oder zu Hause. Eine gute Zeit für Sie. Tschüss, bis nächsten Dienstag. In den kommenden Tagen füllt sich die Insel wieder deutlich. Die Weihnachtsurlauber reisen an und die wollen shoppen gehen. Ab dem 18. Dezember haben die insularen Geschäfte wieder sonntags geöffnet und das bleibt so bis zum 8. Januar. Am Heiligabend kann bis 14 Uhr eingekauft werden. Der erste Weihnachtsfeiertag bleibt ein Ruhetag. Bäcker, Blumen und Zeitungsgeschäfte dürfen öffnen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag können Sie von 11 bis 17 Uhr einkaufen. Das gilt auch für den ersten Tag im neuen Jahr. Was wird wann und wo zu den Weihnachtsfeiertagen auf Sylt geboten? Jede Menge und wir zeigen Ihnen die schönsten Termine. Sylt erwartet zu den Festtagen viele Urlauber, die die Insel in toller Weihnachtsatmosphäre erleben möchten. Am 24. Dezember gehört für die meisten ein Bummel durch Westerland oder auf der Promenade zum Festprogramm. Last-Minute-Shoppen, Freunde treffen oder punschen. Um die Wartezeit auf den Weihnachtsmann zu verkürzen, finden in den insularen Kirchen am Nachmittag Krippenspiele statt. Das Weihnachtsfest kann beginnen. Bei Peter Klim im Club Rotes Kliff steigt am 24. ab 23 Uhr die beliebte Xmas-Party. Am ersten Weihnachtsfeiertag haben die Harley-Weihnachtsmänner viele süße Geschenke für die Kinder im Gepäck. In der Friedrichstraße startet die Harley-Party ab 14 Uhr. Am zweiten Weihnachtsfeiertag stürzen sich viele wagemutige Weihnachtsschwimmer und Schwimmerinnen um 14.30 Uhr in Westerland in die eiskalte Nordsee. Das Weihnachtsbaden ist ein großer Spaß für die ganze Familie. Der Sylter Shantychor gibt zeitgleich auf der Promenade in der Musikmuschel ein Konzert. In Kampen findet im Garten zwischen der Galerie Herold und Tosca und Roma zwischen den Tagen täglich ab 12 Uhr bis 20 Uhr der besinnliche Winterzauber statt. Und auch der schöne Adventszauber bei Jörg Müller in Westerland geht weiter. Vom 24. bis zum 30. Dezember wird es gemütlich auf dem kleinen, feinen Weihnachtsmarkt. Alle weihnachtlichen Veranstaltungen finden Sie noch einmal detailliert auf unserer Homepage im Veranstaltungskalender. Urkundlich erwähnt wurde die Kaltumer Kirche St. Severin im Jahr 1240. Seither trotzt sie dem Wetter, Stürmen und Regen, Sonne und Hitze und der Zeit. Ein wunderbarer Bau, an dem immer wieder saniert und renoviert werden muss. 2009 und 2010 wurden der Glockenturm und das Bleidach der Apsis erneuert. Nun stand die Innensanierung an und dann stellte sich leider heraus, dass sich im Gebälk des hölzernen Dachstuhls der gescheckte Nagekäfer, ein Holzparasit, eingenistet hat und droht, den Dachstuhl zu zerstören. 300.000 Euro kostet es, die Balken und das tragende Mauerwerk zu erneuern. Aus Spenden, Rücklagen, Geld vom Kirchenkreis und vom Förderverein werden die Arbeiten finanziert. Trotzdem fehlen bislang ca. 85.000 Euro. Die Kampagne Rettet St. Severin soll helfen.
Auf der Internetseite finden Sie alle Infos zum Thema und das Spendenkonto. St. Severin soll noch lange und schön erhalten bleiben. Auf der Sylt-Vorfahren-Arena an der Promenade in Wenningstedt gibt es seit dem vergangenen Freitag eine tolle winterliche Attraktion. Eine große Eisbahn bietet dort bis zum 26. Februar Fahrvergnügen pur. Die Bahn besteht aus synthetischen Platten und die haben besonders gute Gleiteigenschaften, unabhängig von den vorherrschenden Temperaturen. Schlittschuhe in allen gängigen Größen können direkt vor Ort ausgeliehen werden. Eigene Schlittschuhe dürfen natürlich auch mitgebracht werden. Erwachsene zahlen 5 Euro pro Stunde, die Kinder 3 Euro inklusive der Leihschuhe. Die Eisbahn hat täglich Montag bis Freitag von 17 bis 20 Uhr, an Samstagen und Sonntagen von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Heiligabend bleibt die Anlage geschlossen. Ab dem 25.12. startet das winterliche Vergnügen täglich ab 14 Uhr. Der Bahnhof in Westerland hat einen neuen Bahnsteig. Am Gleis 5 fährt nun das Sylt Shuttle Plus ab. Der ca. 25 Meter lange Bahnsteig ist barrierefrei zu erreichen. Das zeitintensive Hin- und Herrangieren des SSP entfällt nun und dadurch verkürzt sich die Fahrtzeit zwischen Westerland und Niebüll deutlich. Für das SSP gelten die Fahrpreise im DB-Fernverkehr. Der Schleswig-Holstein-Tarif hat keine Gültigkeit. Unter dem Bahnhofsparkplatz in Westerland wurde in den vergangenen Monaten ein Regenrückhaltebecken gebaut. In der Vergangenheit wurde der Bereich Kirchenweg bei Starkregen regelmäßig überschwemmt. Durch das hohe Speichervolumen des Rückhaltebeckens bleibt die Innenstadt im Bahnhofsbereich zukünftig trocken. Das Geländeniveau wurde um ca. 80 cm angehoben. Neben den Autoparkplätzen wurden 200 Fahrradstellplätze geschaffen. Voraussichtlich ab März 2017 ist der Bahnhofsparkplatz wieder nutzbar.